Mit 11 externen Neuzugängen hat Regionalliga-Gründungsmitglied TSV Buchbach einen recht großen Umbruch hinter sich. Neuer Chefanweiser, nachdem letzte Saison Feuerwehrmann Uwe Wolf die Oberbayern bravourös zum Klassenhalt führte, ist nun Alexander Kess. Eine eingespielte Truppe weist dagegen die Spielvereinigung Ansbach in Grün auf, die allerdings eine lange Relegationsreise mit dem Klassenhalt auf den letzten Drücker dank des Unterhachinger Aufstiegs in den Beinen hat. Das Match begann dann ohne große Anlaufphase, bei Buchbach auch nur 3 Neuzugänge in der Startelf, die Abläufe also einigermaßen bekannt, die erste Duftmarke kam von Benedikt Ort. Und auch die Gäste, die übrigens auf ihren Cheftrainer Christoph Hasselmeier verzichten mussten, schnell auf Betriebstemperatur. Pepe Bregners Flanke landet bei Daniel Schelhorn, der die Kugel aber nicht sauber trifft. Nach dem schwungvollen Auftakt verflachte das Ganze dann aber zusehends. Es wurde das erwartete zähe Ringen zwischen zwei Mannschaften, die von der Grundstruktur her eher auf Umschaltspiel gepolt sind. Und in der 28. Minute haben die Mittelfranken dann auch mal etwas Platz. Bregner auf und davon, verzieht aber den Abschluss. Wäre vielleicht sogar auch noch der Querpass auf Schelhorn eine Option gewesen. Die letzte Szene vor der Pause gehörte mit Tobias Stoßberger, einem Neuzugang von Absteiger Eichstätt. Aber auch sein Versuch letztlich kein Problem für Ansbach-Keeper Sebastian Haidt. Anders als in Abschnitt 1 dauerte es im zweiten Durchgang vor den gut 700 Zuschauern lange, bis wieder was Aufregendes passierte. Erst nach 63 Minuten sorgt dieser Freistoß mit Kopfballablage von Jonas Bayerlein in die gefährliche Region für erhöhten Puls. Auf der anderen Seite ebenfalls ein Freistoß von Tobias Stehr, an den aber weder Rekordspieler Alexandro Petrovic noch Sami Amari herankommen. Erst in der Schlussviertelstunde öffneten beide dann so richtig das Visier und gingen auf den Dreier. Zunächst mal die Spielvereinigung. Der eingewechselte Tom Abadiev wird geschickt. Statt dem Versuch, Schelhorn in Szene zu setzen, wäre da wohl ein eigener Abschluss besser gewesen. Doch auch Buchbach drehte auf. Tobias Staff vernascht da in der 80. Minute Michael Belzner, aber Haidt verhindert den Führungstreffer der Hausherren. Starke Parade von Ansbachs Nummer 1. Und der 29-Jährige war dann in der 90. Minute nochmals gefordert. Wieder tankt sich Staff durch, klasse Schuss, aber noch bessere Rettungstat von Haidt. Rüber nochmals auf die andere Seite. Es läuft bereits die Nachspielzeit. Abadiev bringt die Kugel rein auf Schelhorn, aber auch hier eine Glanztat von der neuen Nummer 1, Felix Junghahn, wie Stoßberger aus Eichstätt gekommen. Beide Torhüter halten also in der Crunch-Time die Null fest. Also grundsätzlich war es das erwartet enge Spiel, wo von beiden Seiten mit viel Leidenschaft und viel Kampf geprägt war. Wir hätten natürlich gerne zum Start die 3 Punkte hier zu Hause in Buchbach behalten, das ist auch klar. Sind aber grundsätzlich jetzt auch nicht unzufrieden. Wir haben eine sehr, sehr neu formierte Mannschaft. Entsprechend war die Maßgabe, erstmal defensiv sicher zu stehen. Nach dem Spiel ist oft das Wort Abnutzungskampf gefallen. Ich denke, das beschreibt es ganz gut. Ich denke, für einen Zuschauer nicht das schönste Spiel. Aber sonst ein gerechtes Unentschieden, Chancen auf beiden Seiten. Ich denke, wenn beide Mannschaften es vorne noch einen Tick genauer spielen, kann es in beide Richtungen ausgehen, aber wir sind zufrieden mit dem Start. Wir waren aggressiv, wir haben wenig zugelassen, das, was wir uns vorgenommen haben. Beide also durchaus zufrieden mit ihrem Einstand in die neue Saison, auch wenn vorne jeweils die Null stand. Aber noch viel wichtiger, hinten stand sie eben auch.